Ein Dorf, so wunderschön, aufstrebend und wachsend. Mit Menschen, die ihr Dorf pflegen. Diese Geschichte handelt von einem Dorf, das ein hartes Schicksal erleiden musste. Diese Geschichte handelt von einem Mann, der diese Geschichte erzählt. Guten Morgen, Willi. Musti, könntest du bitte die Arbeit für mich machen heute? Außerdem sieht's eh irgendwie nach Regen aus. Ich glaube nicht, dass wir hier wirklich irgendwie was machen können heute. Ach, weißt du was? Ich mach das Feld selber. Ach, der Koch. Ach. Erstmal ein bisschen Wasser holen. Ich bin so müde, ich könnte einschlafen. Was? Ich muss wohl eingenickt sein. Ach ja, mein Feld muss ich auch noch bearbeiten. Ach, meine Hacke. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ja. Das Feld. Immer noch das Feld. Immer wieder dasselbe. Oh mein Gott, ist das immer anstrengend. Verdammt nochmal. Und wieder neu anpflanzen. Moment. Ja. So ist es perfekt. Und wieder anpflanzen. Oh mein Gott. Ja. Perfekt. Und meine Ernte natürlich reinlegen. Puh. So. Ich habe meine Aufgabe getan. Und es wird auch schon dunkel. Ach ja. Gute Nacht, Koch. Den Weg müssen die Bauarbeiter auch mal weiter bauen. Ach hey. Der Weg. So, ich sollte mich mal heimbegeben. Guten Tag, Jungs. So, mein Lieblingsbuch. Da hab ich's. Ich bin dann zu Hause. Wir sehen uns morgen. Ey, Öli, Musti, was macht ihr denn hier? Was macht der denn hier? Hier ist doch egal, machen wir mal eine fette Hausparty. Die Party ging sehr lange und war intensiv. Unser kleiner Freund hat auf einmal noch einen Freund mehr. Doch das Schicksal wollte es anders. Oh, das war gut. Schade, dass er schon gehen musste immer. Hätte ich drauf, wird drauf. Aber mal im Ernst, Jungs. Ich muss bald hier ausziehen. Ich habe mir ein größeres Haus gekauft.
Damit ihr Bescheid wisst, wo dann die nächste Party stattfindet. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch müde. Gute Nacht. Am nächsten Morgen war es dann wieder soweit. Tag begann, dieselbe Strecke, der Priester. Alle stürmten wieder aus ihren Häusern raus. Ich ging wieder meinen Haarkarb holen. Das Eis kann ich drin lassen. Och. Und mein Feld. Hier ist ja nichts nachgewachsen. Na egal. Ich helfe muss die dann mal. Ich meine. Ups. So. Bringe ich die Ernte mal weg. Das war mal heute mal ein cooler Arbeitstag. Ich musste ja nichts machen. So. Ich habe eigentlich nicht viel. Die konnte ich mir mal direkt mein neues Haus angucken. Schön hier, leicht verwest, aber schön. Mal gucken, wo der Priester steckt. Der soll mir den Umzug klar machen. Priester? Guten Morgen. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass ich jetzt bereit bin zum Umziehen. Es wäre schön, wenn Sie meine Sachen mit rüberbringen. Na klar, ich kümmere mich drum. Dankeschön. Und ich sollte mich eigentlich mal um diesen Weg kümmern. Und dafür brauche ich eine Schaufel oder sowas. Wow, sind die Felder hier reif. Das ist ja wie als wenn man in ein anderes Dorf gehen würde. So. Hier ist dann also bald mein neues Haus. Ich freue mich drauf. Es ist schon spät Abend. Die müssen doch langsam mal fertig sein. Da ist es. Oh, eine neue Eingangstür. Ich glaube, wir sind soweit. Schmaler Flur. Wow. Hey. Cool. Aber wo ist mein Bett? Toilette ist auch da. Ach, das ist mein Bett. Ah. Erstmal ein bisschen Radio hören. Ja. Oh, ich muss auf Klo, ich muss auf Klo, ich muss auf Klo. Nee. Also bitte, wollt ihr mich selbst hier filmen? Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Manometer, ist ja unglaublich hier. Ohne Licht ist immer schon ein bisschen dunkel. Was? Wenigstens habe ich hier Wasser. So. Jo Leute, das war's mit dem ersten Part von meinem neuen kleinen Minecraft-Serie. Ihr habt gemerkt, dass es ziemlich stark nichts passiert ist und ja. Ich hoffe, die Audioqualität ist diesmal ein bisschen besser. Hab noch ein bisschen was an den Einstellungen.